Gute Nacht, Sonnenschein. Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Märchen unterm Sonnenschirm. Fantastische Geschichten aus aller Welt zum Träumen und Entspannen. Hallo, mein Sonnenschein. Wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur letzten Sommersonderfolge meines Märchenpodcasts. Ach, waren das herrliche Wochen mit so vielen schönen Geschichten und Abenteuern. Doch nun hat die Schule wieder begonnen, die Urlaubszeit ist vorbei und der Herbst steht vor der Tür. Ab nächster Woche erscheint also wieder eine Folge pro Woche. Doch nun lass mich dir das heutige Märchen erzählen. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und, wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Aase, das kleine Gänsemädchen. Es war einmal ein König, der hatte so viele Gänse, dass er eigens eine Dirn halten musste, sie zu hüten. Diese Dirn hieß Aase und darum nannten die Leute sie Aase, das Gänsemädchen. Nun traf es sich, dass der Königssohn von England aufs Freien ausreiste, dem setzte Aase sich in den Weg. »Was sitzt du da, kleine Aase?« fragte der Königssohn. »Ich sitze hier und flicke das Zeug und setze Lappen auf Lappen«, sagte Aase, »denn ich warte auf den Königssohn von England.« »Den kannst du nicht bekommen«, sagte der Prinz. »Wenn ich ihn haben soll, dann werde ich ihn wohl bekommen«, sagte die kleine Aase. Es wurden nun Maler ausgesandt in alle Länder und Reiche. Sie sollten die schönsten Prinzessinnen abmalen und dann wollte der Königssohn sich eine zur Gemahlin aussuchen. Eine von ihnen gefiel ihm auch so gut, dass er sogleich zu ihr reiste und um sie fragte. Sie sagte auch ja und wurde seine Braut und darüber war der Prinz außerordentlich vergnügt. Nun hatte aber der Prinz einen Stein. Und wenn er den vor sein Bett hinlegte, sagte der ihm alles, worüber er ihn befragte. Als daher die Prinzessin angereist kam, sagte Aase das Gänsemädchen zu ihr, wenn sie sich wegen einer gewissen Sache, wovon der Prinz nichts wissen solle, etwa nicht frei fühle, so müsse sie sich in Acht nehmen, dass sie nicht über den Stein trete, den der Prinz vor sein Bett hingelegt hätte, denn der sage ihm alles. Als die Prinzessin das hörte, wurde sie sehr ängstlich und bat die kleine Aase, dass sie sich am Abend an ihrer Stelle zu dem Prinzen ins Bett legen möchte. Und wenn er dann eingeschlafen sei, wollten sie wieder umtauschen, so dass er am Morgen, wenn es hell würde, die Rechte bei sich hätte. Ja, das taten sie dann auch. Als Aase das Gänsemädchen über den Stein trat, fragte der Prinz: »Wer ist es, der in mein Bett steigt?« »Ehrliche und gutmütige Jungfrau«, sagte der Stein, und darauf legten sie sich schlafen. In der Nacht aber kam die Prinzessin und legte sich an Aases Stelle. Als sie aber am anderen Morgen aufstanden, fragte der Prinz den Stein wieder: »Wer ist es, der aus meinem Bette steigt?« »Eine, die drei Geheimnisse hat«, sagte der Stein. Wie der Prinz das hörte, wollte er sie nicht haben, sondern schickte sie wieder nach Hause und nahm sich eine andere Braut. Als er nun die neue Braut besuchen wollte, hatte Aase das kleine Gänsemädchen sich wieder vor ihm in den Weg hingesetzt. »Was sitzt du hier, du kleine Aase?«
fragte der Prinz. »Ich sitze hier und flicke das Zeug und setze Lappen auf Lappen, denn ich warte auf den Königssohn von England«, sagte Orse. »Den kannst du nicht bekommen«, sagte der Königssohn. »Wenn ich ihn haben soll, dann werde ich ihn wohl bekommen.« Mit der neuen Prinzessin ging es ebenso wie mit der vorherigen, nur mit dem Unterschied, dass der Stein, als sie am Morgen aufstand, sagte, sie hätte 6 Geheimnisse. Nun wollte der Prinz auch sie nicht haben, sondern jagte sie wieder aus dem Hause. Aber einmal, so meinte er, wollte er es noch versuchen, ob er nicht eine finden könne, die ehrlich und gutmütig sei. Er reiste nun weit umher durch viele Länder, bis er endlich eine fand, die er leiden mochte. Als er sie darauf einmal besuchte, hatte Orse das Gänsemädchen sich wieder in den Weg hingesetzt. »Was sitzt du hier, du kleine Orse?« fragte der Prinz. »Ich sitze hier und flicke das Zeug und setze Lappen auf Lappen, denn ich warte auf den Königssohn von England«, sagte Orse. »Den kannst du nicht bekommen«, sagte der Prinz. »Wenn ich ihn haben soll, dann werde ich ihn wohl bekommen«, versetzte die kleine Orse. Und als die dritte Prinzessin ankam, sagte Orse das Gänsemädchen zu ihr ebenso wie zu den beiden ersten. Wenn etwas im Wege wäre, das der Prinz nicht wissen solle, so müsse sie nicht über den Stein treten, den der Prinz vor sein Bett hingelegt hätte, denn der sage ihm alles. Wie die Prinzessin das hörte, wurde auch sie sehr ängstlich. Aber sie war ebenso verschlagen wie die beiden anderen und bat Orse, dass sie sich am Abend an ihrer Stelle zu dem Prinzen ins Bett legen möchte. Und wenn er eingeschlafen sei, wollten sie wieder umtauschen, sodass er am Morgen, wenn's hell würde, die Rechte bei sich hätte. Das taten sie denn auch. Als Orse das Gänsemädchen über den Stein trat, fragte der Prinz wieder: »Wer ist es, der in mein Bett steigt?« »Ehrliche und gutmütige Jungfrau«, sagte der Stein, und darauf legten sie sich schlafen. In der Nacht aber steckte der Prinz einen Ring an Orses Finger, der war jedoch so eng, dass sie ihn nicht wieder abbekommen konnte. Denn der Prinz hatte wohl gemerkt, dass es nicht ganz richtig zuging, und darum wollte er ein Zeichen haben, woran er die Rechte wieder erkennen könnte. Als der Prinz eingeschlafen war, kam die Prinzessin und jagte Orse in den Gänsestall und legte sich selbst an ihre Stelle ins Bett. Wie sie nun am Morgen aufstanden und der Prinz fragte: »Wer ist es, der aus meinem Bett steigt?«, sagte der Stein wieder: »Eine, die 9 Geheimnisse hat.« Und als der Prinz das hörte, ward er so böse, dass er sie augenblicklich aus dem Hause jagte. Darauf fragte er den Stein, wie es denn mit diesen 3 Prinzessinnen zusammenhinge, die über ihn gestiegen wären. Da erzählte ihm der Stein, wie die Sache sich verhielt und dass die Prinzessinnen ihn betrogen und Orse das kleine Gänsemädchen an ihre Stelle gelegt hätten. Das wollte der Prinz erst nicht glauben und ging daher aufs Feld, wo Orse saß und die Gänse hütete. Er wollte sehen, ob sie wohl den Ring hätte. »Besitzt sie ihn, so ist es wohl am besten, dass ich sie zur Gemahlin nehme«, so dachte er. Als er nun zu ihr aufs Feld kam, sah er, dass sie einen Lappen um ihren Finger gebunden hatte. Er fragte, warum sie das getan hätte. »Ach«, sagte sie, »ich habe mich so arg geschnitten.« Der Prinz wollte jedoch den Finger sehen, aber Orse wollte den Lappen nicht abnehmen. Da ergriff er ihren Finger und hielt ihn fest, und wie Orse ihn zurückziehen wollte, ging der Lappen ab, und nun erkannte der Prinz sogleich seinen Ring. Da nahm er sie mit aufs Schloss und gab ihr viele schöne Kleider und herrlichen Schmuck, und darauf hielten sie Hochzeit. So bekam nun Orse, das kleine Gänsemädchen, den Königssohn von England, bloß weil es so bestimmt war, dass sie
ihn haben sollte. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das norwegische Märchen Aase das kleine Gänsemädchen, gesammelt und veröffentlicht von Peter Christen Asbjørnsen. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute auf dem Weg zur Schule oder dem Kindergarten einen hübschen Käfer entdeckt. Oder du warst heute auf dem Bahnhof und hast dir schicke Lokomotiven und alte Züge angeguckt. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst du dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder im Zauberbuch aufschreiben. Und nun? Gute Nacht, Sonnenschein. Schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns bald wieder.